Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen 22.05 Video. Es ist mittlerweile ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Video. Ich hätte prinzipiell gesehen, glaube ich, anderthalb Stunden Material noch gehabt, indem ich versucht habe, den Kreditwert weiter nach oben zu pushen. Allerdings, ich glaube, im Endeffekt war er schlechter als am Anfang. Und ich habe mir halt dann die Gedanken zugemacht, wie man das vielleicht verändern könnte, wie man es verbessern könnte. Und alle gedacht, es wäre natürlich sinnvoll, wenn man von jedem Produkt, was quasi, wo ein Bedarf da ist bei den Leuten, dass man davon einen Überschuss hat. Dass man halt dadurch, dass man gezielter auf den Überschuss hinarbeitet oder einen gezielten Überschuss hat, damit man diesen Überschuss auch potenziell dann bei guten Deals verkaufen kann auf dem Weltmarkt, wodurch man dann noch mehr Credits dazu bekommt und man hat dann noch zusätzlich noch halt den Nebeneffekt, dass in allen Zonen, die man hat, dass dort der Bedarf für die Leute so da ist, dass die Häuser so gesehen und die Wohnungen möglichst den maximalen Profit einnehmen. Und damit beginnen wir in diesem Video. Ich weiß zwar selber nicht ganz genau mehr, also wir können ja mal kurz gucken, hier 120.000, hier oder apropos, wir haben insgesamt 125.000. Okay, die Kreditbilanz ist gar nicht mal so verkehrt, wie ich dachte. Bei der Konferenz wieder etwas, okay, 10 verfügbare Module. Vertrau mir, davon haben wir alle was. Ich bin ein bisschen auf Schwerindustrie, einfach weil man dann noch zusätzlich was bekommt. So gewinnt jeder. Dann lass uns mal bestechen. So, dann schau ich mal nach, was wir standardmäßig bei diesen benötigen. In einer Region ist natürlich wieder was anderes. Und wenn wirklich hier alle versorgt sind in der Wildwasserbucht, bei den Arkia-Schollen und halt auch bei dem Iwamoto-Krater, werde ich mich auch, hoppala, dann werde ich mich mehr darauf fokussieren, dass ich auch die Orbitalstation und auch der Technologie-Nexus in Angriff genommen wird. Gut, das wäre Biokost, Wasser und Information. Biokost sollte wahrscheinlich sogar hier passend sein. Ah, wobei die Biokost ist nicht ganz so gut. Sektorbilanz ist zwar positiv, aber ich würde die schon gerne noch ein bisschen höher pushen. Das würde ich vielleicht so auf um die 100 haben, würde ich sagen. Das ist auch das Maximum. Hier auch. Hier kann ich aber nochmal was erweitern. Ich bin jetzt bei 11. Das einzige Problem ist, es kostet natürlich auch wieder alles Geld, aber das ist dann halt so, kann man nicht ändern. Da ist nicht wirklich den Bedarf drin. So, jetzt ist es auf plus 70. A1 platziere ich noch mit daneben. So, das auf 102, wunderbar. Das andere war Wasser, oder? Ja, Wasser ist halt das Problem, ne? Wir haben hier aktuell... Ja, wir haben... Das Wasserlager ist voll drin, aber... ja. Ich weiß nicht, ob es mehr Sinn macht hier, dass ich auf die Agrar-Biokessel gehe. Also ich dann, wobei ich muss erstmal in der Tundra anfangen, ne? Ich habe die Tundra ja noch gar nicht. Das ist auch wieder so ein Ding. Die Tundra, die habe ich ja gar nicht. Ich habe nur die Arkia-Schollen. Willkommen in der Heimat von Cassian Industries. Was gibt's Neues? Genau, das wäre das, was wir übernehmen müssten.
um da das was zu machen. Ist halt die Frage, ob es Sinn macht oder nicht. Also vom Wasser her dürfte ich hier wahrscheinlich auch auf dieser Insel alles haben. Gut, das ist alles auf Energie, das ist wiederum was anderes. Hier hinten kann ich nochmal Wasser beziehen. Das war auch wieder weit weg vom Schuss, aber das Ganze jetzt auf. Jetzt auf 19. Okay, vielleicht gehe ich doch lieber auf nur 50, dass ich nicht ganz so heftig schon übertreibe. Ist ja trotzdem schon eine Menge, ne? Da kommt ja schon ordentlich was zusammen. Aber dann ist dahingehend der Bedarf zumindest schon mal fürs Erste, für eine längere Zeit, hoffentlich. Für eine längere Zeit. Was das betrifft, gedeckt. Jetzt fehlt natürlich wieder Energie, aber Energie kann ich mir noch. Okay, das. Ach ja, was Maximum schon erreicht. Aber es ist die Kreditwartung, ne? Das sind dann 84, ne? Warnung. Energiebedarf zu hoch. Gegenmaßnahmen empfohlen. So, zack. Plus 1531. Wunderbar. Dann ist das bis dahin gehen zumindest schon mal gedeckt für die einfachen Leute, in Anführungszeichen. Wow, Konservennahrung, Vitamindrinks und Neuroimplantate. Oh, so eine Rindfleischproduktion sollte gesteigert werden. Ich muss nochmal in anderen Regionen gucken, weil ich auch in anderen Regionen da noch in anderen Gebieten hier etwas habe. So, genau. Fragen Sie mich nicht, wie mir das gelungen ist, aber Ihnen wurde ein Sonderdarlehen bewilligt. Ich brauche mal Sojabohnen. Ich weiß nicht, ist halt die Frage. Ich kann mich halt mit dem Tundra-DLC nicht aus. Ich weiß nicht, was da dazu gekommen ist. Ob das halt wirklich Sinn ergibt, dass ich dann hier auf die Agrarbiokessel gehe. Ich weiß es halt beim besten Willen nicht. Da, ich könnte nochmal vielleicht. Mehr Wein noch produzieren. Das brauche ich ja. Soweit ich mich erinnere. Ja, 25 bis 50 würde ich sagen, ist ganz in Ordnung. Genau, das heißt, bräuchte ich noch mal ein bisschen Vieh. Ja, ich muss halt dann gibt's mit Sojabohnen wieder nachlegen, ne? Also ich weiß nicht, effizient das Ganze jetzt platzieren. So, und dann kann ich jetzt weiter ein bisschen ausweiten. So, plus 44, genau im Rahmen, wie gesagt. Dann nochmal ein bisschen Weingut. Das Weingut bisschen. Oh, Baubot ist auch nicht schlecht. Das heißt nochmal das duplizieren. Ich muss mir mal hier merken, Copy. Ja, das ist ja. Wer hätte das gedacht? Fragen Sie mich nicht, wie mir das gelungen ist, aber Ihnen wurde ein Sonderdarlehen bewilligt. Ja, wunderbar, davon brauche ich auch noch ein paar. Das ist sogar noch direkt daneben, wunderbar, dann kann ich das hier noch neben anpacken. Jetzt filmen wir die Baubots. Biotech Biokessel. Ich habe das Gefühl, Tundra würde schon Sinn ergeben. Weil irgendwie ständig einem das hinterher geworfen wird, mehr oder weniger. Und ein paar mehr von.
Okay, jetzt brauche ich meinen ich brauche sowieso meine Nanokeramik und ich brauche mehr Kobalt. So, aber okay, ja, hier, ich weiß ja schon. Ich weiß ja, da fehlt ja was. So, Kobaltmine brauche ich auch. Die baue ich auch schon mal voll aus. Plus 10, wunderbar. Dann haben wir jetzt auch wieder eine gute Produktion von 44. Sehr schön. Das können wir sehr gut gebrauchen. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. So, hier Biokost brauche ich sowieso hier für diese Region. Die Sojabohnen, genau. Ich brauche einfach noch eine Sojabohnenproduktion. Chatte daneben. Warnung. Energiemangel. Eine offizielle Finanzspritze. Hoffentlich reicht es aus, um die Bücher auszugleichen. Ja, ich bezweifle es. Also vielleicht muss ich einfach dann nebenbei ab und zu mal hier die pausieren, damit ich keine Wartung habe und so weiter, damit die Wartungskosten runtergehen. Das kann man natürlich auch machen. Das ist allerdings nur eine temporäre Lösung. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Temporäre Lösungen zu schaffen. Und jetzt für mich die Baubots. Da ist der nächste. Dann kann ich währenddessen den anderen schon mal zumindest verschieben. Lux Better Achievement Lock. Verschieben Sie 100 Gebäude. Das war nicht mal meine Intention, aber okay. Da kommen mehr Baubots. Sehr schön, plus 36. So, das Einzige, was fehlt, die Nanokeramik. Gut, die ist aber nur 5. Wein ist auch ein bisschen wenig da. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, ich muss noch mal mit dem Wein gucken. Und vielleicht nochmal ein Weingut bauen. Das ist ganz zumindest schon mal auf plus 16. Also, genau, jetzt vielleicht nochmal auf die Siliziummine dort hinten. Jetzt Kohle da wäre. Das Projekt trotz ihrer momentanen Finanzkrise fortsetzen. Sehr schön. Davon haben wir ein Plus, also kann ich hier auch ein bisschen weiter reingehen. Jetzt haben wir wieder ein paar Baubots. Ich glaube, den Archer-Schlimm müssen wir gar nicht so viel machen. Werding-Stimulanzien. Ist einfach nur plus 6, allerdings sind wahrscheinlich jetzt die Algen das Problem. Nur zu. So, hier brauche ich also noch mal ein paar Algen. Ah. Reicht sogar nicht mal aus, toll. Platz finden, wo man hier Methaneis rausbekommt.
Überproduktion, wunderbar. Dann nochmal das ummachen, dass nicht ganz so viel Energie weggenommen uns wird. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, abgesehen davon, dass ich jetzt hier... Wait a second, Metallschaum. Wodurch bekomme ich den Metallschaum? Wenn ich den Metallschaum aus Molybdän bekomme, könnte ich Molybdän rausnehmen. Also ein Molybdän ersetzen quasi. Dadurch habe ich immer noch eine Überproduktion an Metallschaum. Aber dafür auch eine positive Sektorbilanz, was das betrifft. Das einzige Problem ist jetzt halt immer noch, dass die Kreditrate also hoch ist. Und hier habe ich eine negative Bilanz von Mondnahrung und Monderträgen. Jetzt dahingehend nicht mehr. Kriege ich die Unterhaltskosten runter? Ne, ne, nur die Arbeitskraft und Energie und Logistik und so weiter. Das soll ruhig einfach auslaufen. Genau, wie gesagt, im nächsten Mal kümmere ich mich dann um das Sektorprojekt hier in der Wildwasserbucht. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, sehe ich dann im nächsten Anno 2205 Video wieder.